Die Vorbereitung auf die neue Eishockeysaison hat am Iserlohner Seilersee seit dieser Woche begonnen. Dazu zählt auch, wie am heutigen Freitag, der klassische Fototermin, an dem das Mannschaftsfoto und die Porträtfotos erstellt werden. In den neuen dunkelblauen Heimtrikots präsentierte sich das neue Team ohne den erkrankten Blaine Down. Zwei Positionen sind im Kader noch unbesetzt. Am Samstag ab 10 Uhr trainiert das neue Team der Sauerländer erstmals öffentlich. Hier sind einige Eindrücke vom Fotoshooting am Freitag.